So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Frühlingstag. Ich bin unterwegs mit RideZone. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir sind schon den ganzen Tag gefahren und sind jetzt gerade auf der Schwäbischen Alb. Genauer gesagt in, ich glaube, da unten ist Zwiefalten heißt es. Und hier sind wirklich geile Strecken. Und ich bin unterwegs mit der CBR und mit ihm. Und wir wollen ein bisschen fahren. Ich nehme euch mit. Und mir genieße zusammen diese wunderschönen Strecken, weil ohne Witz, die sind einfach geil. Da war der Neutrale, alles klar. Also wir sind heute bestimmt schon 300 Kilometer unterwegs. Ein kleines Ründle schon gefahren, waren vorhin schon im Schwarzwald. Jetzt dachten wir uns, oh, Schwäbische Alb ist auch ganz nett, fahren wir hier mal nuff. Und eigentlich sind wir hier auch schon lang gefahren gerade. Aber ich bin die ersten paar Kurven gefahren und dann dachte ich, ey, ich habe die Kamera doch eh dabei. Dann schnalle ich sie mir doch dran und nehme euch mit. Weil einige von euch finden das ja ganz geil, immer so ein bisschen Tourenvideos zu sehen und sowas. Und dann denke ich mir, wenn man gerade eh so eine geile Strecke hat wie die hier, dann kann ich euch daran auch teilhaben lassen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich habe jetzt heute kein ernsthaftes Thema in dem Video. Ich möchte ein bisschen über dies und das quatschen, natürlich ein bisschen über die Strecke. Und einfach mal ein bisschen den Klang genießen vom Moped. Oh, wir hatten heute wirklich schon so geile Erlebnisse, weil wir einfach mal Strecken gefahren sind, die wir sonst noch nie gefahren sind. Hier auf der Schwäbischen Alb. Und da muss man echt sagen, hier sind so schöne Strecken. Bestimmt, eigentlich jeder, der aus dem südbayerischen, südbaden-württembergischen Raum kommt, der müsste ja die Strecken hier in- und auswendig kennen. Ich sag's ganz ehrlich, hier um die im 12-Zwiefaldener Eck bin ich echt nicht so oft. Aber umso geiler ist es jetzt, wenn man hier ist und einfach ein bisschen die Strecke genießen kann. Und was auch angenehm ist, hier ist halt überall 100. Das heißt, ich kann sportlich fahren und bin halt nicht so schnell und das freut mich natürlich ganz besonders. Ja, ansonsten muss ich sagen, CBR ist ja jetzt hier soweit fix und immer noch alles funktioniert wirklich wunderbar. Also ich bin jetzt mit der Seitenwiederaufbau, ich glaube 1500 Kilometer oder so schon gefahren, also schon ein bisschen und muss echt sagen, es funktioniert echt alles perfekt. Auch Quickshift, da habe ich noch mal ein bisschen eingestellt. Macht halt richtig Laune, so ein bisschen quick zu shiften. Wobei, ey, manchmal mein Quickshifter, manchmal ist der richtig on point und manchmal hakelt der ein bisschen. Jetzt war er on point und manchmal hakelt er. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ja, hier auf der CBR drauf habe ich ja jetzt auch wieder für die Straße die Dunlop Sport Smart MK3. Man muss echt sagen, also gerade für so Temperaturen wie jetzt, wo es noch nicht so ganz warm ist, sondern halt irgendwie so 15 Grad oder was, da ist der MK3 echt der perfekte Reifen, weil er halt vor allem auch ein bisschen Nässe kann, also oder relativ viel Nässe sogar kann. Und da ihr mich ja öfters mal fragt, hey, es lädt die gerade für Saisonbeginn, welchen Reifen soll ich mir holen? MK3 ist eine echte Empfehlung. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt ganz kurz die Zeit auch mal nutzen und mal wieder auf eine Werbung in eigener Sache machen. Und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe Klamotten, wunderschöne Klamotten mit geilen Logos, wenig Werbung drauf. Das ist der erste Link oder der zweite, ich glaube der erste Link in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Haben sie jetzt schon einige was gegönnt, aber dem einen oder anderen ist es vielleicht noch nicht aufgefallen, dass ich Merch habe. Oder Merch will ich es eigentlich nicht nennen, das kommt denen nicht würdig. Auf jeden Fall geile Klamotten, checkt sie gerne mal ab. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ja, gönnt euch was Schönes, würde ich sagen, ne? Ja, was geht jetzt ab mit euren Plänen für dieses Jahr? Ich sag ganz ehrlich, ich habe jetzt die meisten Pläne für dieses Jahr über den Haufen geworfen. Ich habe auch in irgendeinem Video dem Letzten gesagt, ich komme im Mai in den Odenwald in die Richtung. Das ist wahrscheinlich, also so wie es jetzt aussieht, auch schon abgesagt worden. Also die ganzen Events, die jetzt angekündigt waren, ist eigentlich alles abgesagt. Sowas wie Cover Days oder so Sachen, das ist alles leider abgesagt worden. Deshalb ja, mein Jahresplan ist jetzt relativ leer, mein Kalender. Ich bin echt mal gespannt, wie das Jahr so wird. Ja, was man sich vielleicht noch, was doch noch klappen wird von den Events. Also es waren so viele geile Events geplant. Es wäre echt traurig, wenn davon nichts stattfindet. Ja, weil dafür wirklich zu viel Planungszeit jetzt draufgegangen ist. Das wäre wirklich einfach nur traurig. Aber jetzt hoffen wir halt einfach mal, dass wir das relativ schnell rumkriegen alles. Und dass wir dann zügig wieder das normale Leben starten können, sage ich immer.
Gott, habe ich das vermisst, einfach über die Alp zu fahren. Ohne irgendwie groß hier Gedanken, irgendwas, oh, kalt oder so, einfach fahren. Ich hab so Bock. Sehr gefährlich, 70 km/h, sehr gefährlich. Jetzt gucke ich mir mal diese sehr gefährlichen Kurven an. Aber die sind echt gefährlich. Ah, das sind schon so kleine Pisskurven, also so Dreckskurven. Weil die sehen immer nicht so, die sehen nicht so schlimm aus, gell? Aber dann machen die am Ende nämlich zu. Ich sag's euch, das sind die allergefährlichsten Kurven, sind die, die einfach nach nichts aussehen. Weil das sind genau die Kurven, die man sich, bei denen man sich dann überschätzt, wo man dann so denkt, ja, hier kann ich ja ganz locker durchjallern. Und weil die halt nicht so scharf aussehen, aber da muss die nur am Ende mal ein bisschen zumachen. Und schon ist man wirklich viel zu schnell unterwegs. Ah, deshalb gerade hier leise fahren, das machen wir natürlich gerne. Deshalb gerade also Strecken, die man nicht kennt, wo man nicht weiß, was los ist, einfach chillen, millen. Ganz entspannt, weil alles andere macht einfach keinen Sinn. Auf so Strecken ist es halt immer so schwer, sich zurückzuhalten. Oh mein Gott, es ist echt... Ja. Von diesen 600er, die animieren immer so krass zum Gas geben. Das ist das wirklich Schlimme. Das wirklich Schlimme ist dieses Animieren. Die sagen dir, ach komm, komm, bisschen Gas geben geht noch, bisschen Gas geben geht noch. Das ist das wirklich Schlimme immer. Guck mal, das verstehe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Ich fahre hier, das verstehe ich, das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht. Das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen. Aber die Herren oder Damen, die jetzt gerade auf der linken Seite waren, die mir sind vorbeigefahren, dann haben die den Kopf geschüttelt und so hinterher geguckt, so als ob ich jetzt was falsch gemacht hätte. Ich bin im sechsten Gang mit exakt 50 km/h, versuche so leise wie es nur geht zu fahren und das ist trotzdem nicht richtig. Also es tut mir leid, aber ich habe ja echt Mitleid mit solchen Dörfern, die hier irgendwie ein bisschen blöd gelegen sind, weil halt echt, ich sag mal, hier eine tolle Motorradstrecke ist und ich verstehe das, dass die das abfuckt, wenn hier am Tag 5000 Motorräder durchfahren und die alle hier komplett abgehen, was Lautstärke angeht. Aber dann versucht man leise zu sein und es passt trotzdem nicht. Ne? So Kopfschütteln, als ob ich jetzt ein Schwerverbrecher wäre, als ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht hätte. Dabei fahre ich so STVO-lastig, wie es nur geht. Hier, 100, 99 bei 100. Also ich verstehe, das finde ich schade, wirklich. Das nimmt nämlich so viel Freude von allen weg. Ja, ich verstehe ja dieses richtig Nehmen aufeinander, aber dann verstehe doch auch, dass ich einfach langfahren möchte. Reg dich nicht auf, obwohl ich wirklich genauso fahre, wie du es von mir möchtest. Naja. Schade, schade. Aber was man echt sagen muss, also die Schwäbische Alb ist unfassbar schön. Na, also wie gesagt, wir sind ja heute jetzt schon echt viel gefahren und auch neue Strecken, die ich so noch nicht kannte. Und was wir da heute alles gesehen haben an Aussichten und an richtig geilen Strecken, boah. Also mein Streckenkalender, ich markiere mir die schönen Strecken in meinem Google Maps. Und also mein Streckenkalender ist heute gewachsen um, ich weiß nicht, 4, 5 Strecken, die wirklich so brutal sind. Und jetzt gerade mit dieser Abendsonne, die auch echt schön ist, da genießt man das Ganze natürlich nochmal ein bisschen mehr. Geile Strecke. Mein Gott. Ich liebe ja Wechselkurven bis zum geht nicht mehr, gell? Das sind meine absoluten Lieblingskurven. Wenn es rechts, links geht, oh, da könnte ich mich reinlegen in die Kurven. Da mache ich auch hier. Lege ich mich rein. Das ist einfach geil. Wechselkurven. Beste! Was gibt's? Ja, auf den Strecken. Ich habe natürlich immer meine Kamera dabei. Da haben wir natürlich auch richtig schöne Bilder gemacht. Also wer ein bisschen Bilder abchecken will, gerade auch von der R6 hinter mir von RideZone oder von meiner CBR, checkt gerne mal auf Instagram ab, habe ich hier verlinkt. Da lade ich jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag ein wirklich schönes Bild hoch. Ja, schreibt mir da gerne mal eure Meinung drauf und lasst ein Like da und fände ich super. So. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video. Wir eiern jetzt noch ein bisschen nach Hause und genießen noch ein bisschen diesen wirklich wunderschönen Frühlingsabend. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.